Hey, Mary. Nun, was gibt's? Masas ist an Bord. Bitte, mach sie weg. Willst du mir jetzt endlich helfen, Masas von Bord zu kriegen? Ist das diese Person, die auf meiner Luke rumhackt? Ja. So ist es. Und vorhin hat sie dir aufs Deck gespuckt. Das ist doch... Wer spuckt einer alten Lady denn aufs Deck? Ich werde euch rächen, Milady. Aber dafür brauche ich Hilfe. Also schön. Schau unter dem Teppich nach. Dort ist der Zugang zu einem geheimen Frachtraum, in dem Schmuggelware transportiert wurde. Von dort führt eine Luke zum Rumpf. Mach endlich auf, Nate. Das könnte in der Tat nützlich sein. Danke. Bis später, Mary. Bis später, Kleiner. Nenn mich nicht Kleiner, aber danke. Teppich. Schiebe Teppich zur Seite. Ja, untersuche das Schloss. Da wird der Hinweis jetzt wohl. Eine massive Holzluke mit einem Schloss. Eine Art Zahlenschloss, nur mit Symbolen anstelle von Zahlen. Und was ist das hier? Ein kleiner Zettel, der unter das Schloss gelegt wurde. Ja. Ach du Heiliger. Ah, die gute alte Gedächtnisstütze. Hier stehen folgende Hinweise. Erstens, unter dem Schiff. Zweitens, das ist verschmiert. Es waren mal drei Wörter und das erste könnte Symbol heißen. Drittens, Alter der Mary. Alter, okay, Symbol am Spiegel, schätze ich mal. Haben wir denn sowas? Ah, das könnte es auf jeden Fall sein. Ich schau mal erstmal durch. Gut, das kommt hin. Was war das erste nochmal? Kann ich bitte... Wie kann ich... Inventar? Okay, nein. Nochmal zurück. Nate, lies doch nochmal bitte. Du wirst nicht mehr lange geschlossen sein. Ja. Was immer du versuchst, es wird nicht funktionieren. Ja. Ah, die gute alte Gedächtnisstütze. Hier stehen folgende Hinweise. Erstens, unter dem Schiff. Zweitens, drittens, Alter der Mary. Mary, wie alt bist du? Hey, Mary. Nun, was gibt's? Was ist die Kombination fürs Symbolschloss? Die Luke zum Frachtraum ist mit einem Symbolschloss versperrt. Wie lautet die Kombination? Keine Ahnung. Das Ding hat Captain Olos angebracht, weil er Angst um seine Schlössersammlung hatte. Oh Gott. Ja, wie alt bist du denn, Mary? Wie alt bist du, Mary? Ist das eine Frage, die man einer Lady stellt? Ich habe zuerst gefragt. Und ich werde nicht antworten. Mary, bitte. Was? Quip quo pro, Mary. Was? Quip quo pro. Du meinst quid pro quo. Genau. Ich sage dir etwas von mir, dann sagst du mir etwas von dir. Ich wurde in Hufenhausen geboren. Wie alt bist du? Voraussetzung für das Spiel ist, dass mich irgendetwas an dir interessiert. Aber ich bin interessant und tiefgründig und so. Schon klar. Ach komm schon, altes Haus. Wie schaffst du es nur so jung auszusehen? Ja. Ich finde es unglaublich, wie jung und strahlend du aussiehst. Ach ja? Ja, ja, dein Holz glänzt, deine Nieten sind blank. Erzähl weiter. Deine Taue sind straff, dein Rumpf ist kurvig. Du siehst aus wie gerade aus der Werft gelaufen. Alter Charmeur! Ich halte mich tatsächlich recht gut. Und ob, du siehst keinen Tag älter aus als 95? Ich bin 81. Viel zu einfach. Dankeschön. 81, okay. Hast du an deinem Bauch irgendwelche Symbole? Unter dir, also beim Bauch. Bug. Genau. Hast du da irgendwelche Symbole? Ich habe keinen Schimmer, wovon du redest. Irgendwelche Zeichen im Holz? Vielleicht eine Seriennummer oder ein Brandzeichen? Ich bin weder ein Rindvieh noch ein Schiff vom Fließband. Aber irgendetwas muss da sein.
Masas, kannst du mal die Schnauze halten da oben? Ja. Wann genau hat Kapitän Olas das Zahlenschloss angebracht? Lass mich überlegen. Ja. Evans, Kapitän Q, Kapitän Warraps und davor war Kapitän Olos hier. Das muss vor 12 Jahren gewesen sein. Vor 12 Jahren also. Okay. Unter dem Schiff gibt es 2 Möglichkeiten, denke ich. Entweder Luft oder Wasser. Weil das ja logischerweise unter dem Schiff ist. Das zweite Symbol haben wir vom Spiegel bekommen. Und das dritte Symbol für 81. Ich hoffe, dass die Zahl irgendwie als Symbol da steht. Ja. Wann genau hat Kapitän Olos das Zahlenschloss angebracht? Lass mich über... Vor 12 Jahren, okay. Bis später, Mary. Bis später. So, sorry. Oh Mann, ich will die Texte nicht skippen. Ich will zu dem Schloss, bevor ich es wieder vergesse. So, Nate. Also gut. 3 Räder. So, 81. Was ist... Was ist da das Symbol für 81? Und was ist da das Symbol für Luft oder Wasser? Das ist doch... Es muss mir irgendwo... Nein, das war richtig. Shit. Das weiß ich, dass das richtig war. So, das ist das Symbol vom Spiegel. Hier muss irgendwas mit 81 und hier entweder Luft oder Wasser, schätze ich. Aber was ist 81? Das könnte eine 8 und eine 1 sein. Das ist schon mal nicht schlecht. Nein, Quatsch! Wie? Ah, nicht 81, ja, aber das Zahlenschloss wurde vor 12 Jahren, also 69. Das muss richtig sein. So, und jetzt Try and Error. Bingo. Na also. Ah. Ich darf nicht zu kompliziert, ich muss komplizierter denken, so. Egal, so. Kletter hinaus. Danke, Mary. Bis bald. Mal sehen. Da ist eine Schiebeluke. Die müsste nach draußen führen. Nate? Mach nichts Falsches. Oh, Gott sei Dank. Alter, die prügeln mit der Axt auf die Holzluke und schafft es nicht, das Holz... Ich kann immer noch nicht fassen, dass Masas mich so einfach übertölpeln konnte. Jetzt nimm den... Ich meine mich, den Meister der billigen Tricks, ja? Jetzt nimm das Seil. So, jetzt kommen wir vielleicht endlich auf der Strickleiter hoch. Ja, muss die Star. Dass die das nicht checkt, ist was anderes. Ewig wird Masas nicht brauchen, um die Luke zu zertrümmern. Das müsste eigentlich mit der Axt mit einem Schlag getan sein. Maximal 2 oder 3. So, dann klettern wir mal hier hoch. Und betrachten die Reparaturkiste. Ja, wie ich es mir gedacht habe. Werkzeug und Materialien, mit denen man die Ballons pflegen und reparieren kann. Eine Bürste, Spachtel, eine Nadel mit reißfestem Garn, eine Rolle Klebeband. Die nehme ich mal mit. Nimm doch alles mal mit. Den anderen Kram brauche ich nicht. Ich hoffe einfach mal, dass die Ballons auch ohne Reparatur noch ein paar hundert Meilen durchhalten. Ja, okay. Was haben wir hier sonst noch? Masas da unten natürlich. Und die Gleiter. Was sollen wir jetzt mit Klebeband anfangen? Ich bin eh schon ganz stolz auf mich, dass ich... Hier oben sieht Masas fast wie eine Ameise aus. Ja. Eine 80 Kilo schwere, muskelbepackte, grüne Kopfgeldjäger-Ameise. Das ist ein treffender Vergleich, Nate. Ich bin eh schon stolz, dass ich soweit eigentlich alles ganz gut hingekriegt habe, muss ich sagen. So, und ja, mehr als runterklettern geht nicht. Okay. Oh, die Fahne. Naja, okay. Eine Fahne mit einem seltsamen Wappen. Sie ist mit 4 Schnüren an die Außenhülle des Hauptballons geknotet. Ja, hier unten. Das ist auch ziemlich cool. Da hängt eben so ein... Naja, ist eine kleine Puppe. Oh, können die Fahne nehmen? Ja. Das wird nicht funktionieren, Nate. Keine Chance. Die Knoten trotzen nicht nur Wind und Wetter. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Okay. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte nur wissen, was anderes kommt. Keine Chance. Gut, 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 gut. Tröte. Tröte auf Masas werfen. Lenke Masas ab.
Ich sollte sie lieber nicht auf mich aufmerksam machen, solange ich keinen guten Fluchtweg habe. Boah, dann... Ach, können wir vielleicht das Klebeband... Und so? Okay. Jo, was? Ein Spaßtrument. Ein Instrument mit schrecklichem Bespaßungspotenzial. Ja, können wir damit was aus? Ich sollte sie lieber nicht... Nicht. Alter, wie lange braucht die denn für die blöde Holzluke? Das ist ja unfassbar. Mit einer Axt. Okay, ich könnte sie länger beschäftigen, wenn ich das Ding hier irgendwo verstecke. In... Klebe das Spaßtrum... an den Tank. Hm, das könnte funktionieren. Die Tröte dient als Trichter und presst den Flugwind ins Mundstück. Lol. Das ist... Jetzt aber schnell. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt schnell hoch. Was ist... Ah, nein, ich wollte doch nicht wegklicken. Was ist das denn für ein Ding? Ja. Und da haben wir eine Axt. Das war knapp. Aber ich habe die Axt. Das verschafft mir zumindest etwas Zeit. Nice. So, da haben wir die Axt. Und, boah, okay. Was machen wir jetzt mit der Axt? Wir... Die Tröte ist weg. Tu etwas sehr Uncleveres. Auch unbewaffnet ist sie gefährlich. Ich werde mich nicht auf einen Kampf mit ihr einlassen. Okay, schade. Auch unbewaffnet ist sie gefährlich. Ja. Können wir denn vielleicht nochmal nach oben klettern und vielleicht mit der Axt hier die Fahne... Damit müsste ich die Schnüre durchscheuern können. Hab sie. Oh wow, da hat sich der Animateur ja einiges an Zeit gespart, nicht wahr? Fahne. Eine schöne große Fahne. Ich habe die Schnüre möglichst weit weg von den Ecken abgeschnitten. Die Axt ist nicht allzu scharf. Ich bin mir nicht sicher, aber Masas könnte sie absichtlich stumpf halten. Es kursieren Gerüchte über sie, einen stumpfen Kochlöffel und das Herz eines Feindes. Die Details erspare ich mir. Jam. So. Dann lichten wir die Fahne. Was mit... Befestige die Fahne an Masas. Masas würde es merken, wenn ich die Fahne an ihrer Kleidung festknurrte. Das würde zu lange dauern. Das ist wohl wahr. So, was haben wir jetzt denn hier eigentlich noch alles? Nimm das Seil. Ich glaube, da oben ist nichts mehr für mich. Aber das Seil könnte noch nützlich sein. Jo, dann nimm doch mal. Ja, alles klar. Das funktioniert in den wenigsten Fällen. So, und wir knoten das Seil natürlich an die Fahne. Und haben damit eigentlich einen Fallschirm. Fast. Hake das Seil bei Masas ein. Und dann könntest du ihn ziemlich wegwehen. Das oh Mann, ich bin zu jung zum Sterben. Oh, ich glaube fast, das könnte funktionieren. Bist du lebensmüde? Was ist das? Fallen lassen! Das da? Aber gerne. Sagt dir eigentlich der Begriff Bremsschirm etwas? Ja. Genau so hatte ich das in Planung. Sasi, du solltest dich halt nicht mit jemandem anlegen, der klüger ist als du. Komm noch ein Stück näher. Dann zeige ich dir, mit wem du dich nicht anlegen solltest. Naja, ich denke mal, wir lösen einen Finger, einen nach dem anderen. Eins. Ich warne dich, Nate. Zwei. Überleg dir das. Ich werde dich bis ans Ende der Welt verfolgen und ich werde meine Rache bekommen. Und? Wo ist der Unterschied? Du jagst mich jetzt schon, obwohl ich einfach nur in Ruhe gelassen werden will. Aber nächstes Mal wäre es etwas Persönliches. Wir sind mitten über den Nordlanden, Meilen entfernt von der nächsten Siedlung. Bis du ein Schiff organisiert hast, bin ich mehrere Tagesreisen von hier entfernt. Naja,
uns die drei. Oh, nur noch ein kleiner knubbeliger Finger übrig. Weißt du was, Nate? Ich werde dich jetzt verlassen. Aber wir werden uns früher wiedersehen, als du glaubst. Aber... Mach dir keine Sorgen. Ich werde dich schon finden. Allzu weit wirst du schließlich nicht mehr kommen. Oh oh. Du... Was zum... Oh oh. Oh oh. Autsch.